das Objekt der Begierde, ein Produkt der Firma Krauss-Maffei bei Wegmann. Seit 30 Jahren will Saudi-Arabien den Leopard unbedingt haben, hat ihn aber bislang nie bekommen. Der Ölstaat liegt in einem Spannungsgebiet. Hier herrscht König Abdullah, der foltern lässt und sein Volk unterdrückt. Nun hat die Kanzlerin ihren Segen zu dem Milliardengeschäft gegeben, ein Dammbruch von bis zu 800 Panzern ist die Rede. Aber es gibt Widerstand und der kommt aus einer Ecke, die niemand vermutet hat. Da outet sich ein Maler und Alt-68er als millionenschwerer Anteilseigner der Rüstungsschmiede und zieht öffentlich gegen das Geschäft zu Felde. Und darüber gerät der Firmenpatriarch Manfred Bode in Rage. Letztes Wochenende wurden harte Konsequenzen gezogen. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte über Moral und Milliarden. Eine Familiengeschichte, denn Familien kontrollieren als Eigentümer die Panzerschmiede, vor allem die Bodes und die Braunbärens. Die Bodes bestimmten hier am Stammsitz in Kassel seit Jahrzehnten die Geschäftspolitik. Manfred Bode leitet zurzeit den Aufsichtsrat. Die Braunbärens blieben im Hintergrund als Teilhaber, die im Stillen mitverdienten. Es galt immer das eherne Gesetz, absolute Diskretion, keine Interviews. Er hat nun damit gebrochen. Wir treffen Burkhard Braun-Behrens, der bis vor kurzem im Auftrag seiner Familie im Aufsichtsrat die Geschicke von Krauss-Maffei Wegmann mit überwachte. Er kritisiert nun öffentlich den geplanten Export. Panzer nach Saudi-Arabien zu schicken, das gerade auch noch in Bahrain, die unterstützt hat, ihre eigene Opposition mit Panzern niederzudrücken, das halte ich für ein unmögliches Signal an die arabische Rebellion, die wir unterstützen müssen. Was für eine Geschichte. Er, der ehemalige Studentenführer aus Heidelberg, der Kommunist, der 1968 gegen den Vietnamkrieg protestierte, dieser Mann hatte eisern geschwiegen über Jahrzehnte. Selbst Freunde hatten keine Ahnung, dass er Millionenanteile an Krauss-Maffei Wegmann hält. Braun-Behrens reagierte auf dieses Verhandlungsplakat, eine umstrittene Aktion des Zentrums für politische Schönheit, eine Kunstaktion, die provozieren soll. So sehen sie aus, die Damen und Herren Anteilseigner der kranken
Krankenpfleger, die Fotografin, der Humanist. Und der Schöngeist Braun-Behrens kam aus der Deckung. Das war die Situation, die mich herausgefordert hat, an die Öffentlichkeit zu treten, wobei jetzt die Entwicklung der ganzen Geschichte jetzt mit der Ausweitung der Geschichte auf 800 Panzer und so weiter ein mediales Interesse gefunden hätte, was mich sicher auch ohne die Kampagne bewogen hätte, an die Öffentlichkeit zu treten. Kassel, Wilhelmshöhe, direkt am Schlosspark. In diesem Viertel wohnen viele der Anteilseigner. Helle Aufregung. So etwas hatte es noch nie gegeben. Streit öffentlich ausgetragen. Das ist doch geschäftsschädigend. Der Firmenpatriarch Manfred Bode greift offenbar durch. Der Nestbeschmutzer Braun-Behrens wird aus Aufsichtsrat und Gesellschafterbeirat entfernt. Er gerät unter Druck. Wenn mir geschäftsschädigendes Verhalten vorgeworfen werden könnte, wäre ich damit sogar regresspflichtig. Ich muss also sehr deutlich unterscheiden zwischen der Tatsache, dass ich Mitglied dieser Gesellschaft bin und meinen staatsbürgerlichen Pflichten, die mich allerdings dazu ermuntern, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil meine freie Meinung möchte ich mir nicht verbieten lassen. Dass jetzt die Firma Krausmacher-Wegmann den Braun-Behrens praktisch rausgeschmissen hat, wundert mich im Prinzip gar nicht, denn so eine Panzerschmiede, das ist kein Tante-Emma-Laden. Der Panzer schießt nicht mit Wattebäuschen und in der Firma geht es auch knallhart her, dass sie jeden Hauch von leiser Kritik auch nur sofort hammerhart bestrafen, liegt eigentlich in der Natur dieser Geschäfte. Für den Abgeordneten, der seit Jahren den Panzerdeal beobachtet, ist klar, nichts soll das geplante Saudi-Geschäft aufhalten. Vorführung des Leopard 2A7 Plus in Munster bei der Bundeswehr. Durch die Zielkräfte kann gezielt gegen besonders aggressive Demonstranten vorgegangen werden. Aufgrund der Lage im rechten Bereich des Checkpoints entschließt sich der Checkpoint-Führer zudem, diesen Bereich durch den Einsatz des Kampfpanzers zu verstärken. Man zeigt, was man kann, und das schließt auch den Einsatz gegen die eigene Bevölkerung mit ein. Gut nutzbar für Saudi-Arabien. Im März 2011 ließen die Saudis ihre Truppen ins Nachbarland Bahrain einmarschieren, gegen die demokratische Bewegung. Die Rebellion wurde erstickt. Doch trotz
Trotzdem ist Saudi-Arabien für die Kanzlerin eine wichtige regionale Ordnungsmacht. Verklausuliert spricht Merkel den Panzerdeal an. Wir müssten die Staaten, die bereit sind, sich zu engagieren, auch dazu befähigen. Ich sage ausdrücklich, das schließt auch Export von Waffen mit ein. Ich bin ganz der Meinung, dass es ein ganz schädliches Signal ist und halt für völlig unverantwortlich, in dieser Situation Panzer an Saudi-Arabien zu liefern. Für den Saudi-Deal ist die Kanzlerin bereit, Umwege zu gehen über Spanien, über Santa Barbara Sistemas. Präsentiert wie ein Popstar, der neue spanische Leopard, hier in Lizenz gebaut mit Hauptbestandteilen aus Deutschland. Seit 2001 gehört der spanische Rüstungsbetrieb dem US-Konzern General Dynamics. Kein geringerer als der spanische König war gekommen, um den Leopard zu besichtigen. Juan Carlos unterhält hervorragende Kontakte zum saudischen Herrscherhaus. Der Leopard soll nun hier in Spanien für den Export nach Saudi-Arabien zusammengebaut werden, im besten Einvernehmen mit der deutschen Industrie und der deutschen Kanzlerin. Sie schweigt zu all dem beharrlich, genauso wie Krauss-Maffei-Wegmann auf unsere Anfragen. Wie praktisch. Entscheidungen über Rüstungsexporte sind geheim. Frau Merkel ist ja eine eiskalte Rechnerin. Und ich glaube, sie sieht in dem Umweg über Spanien gleich 5 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens macht sie Spanien in der Krise ökonomisch ein bisschen stärker. Zweitens macht sie die Amerikaner glücklich, denn der Hauptauftragnehmer der spanischen Leos, das ist eine amerikanische Firma. Drittens verdient Deutschland natürlich auch richtig massiv daran mit. Viertens ist Saudi-Arabien glücklich, dass sie endlich nach 30 Jahren diesen Panzer bekommt. Und fünftens hofft sie natürlich, dass da die Kritik in Deutschland endlich weggedämpft wird. Das Einzige, was auf der Strecke bleibt, sind die Menschenrechte. Das ist grauenvoll, aber ich glaube, so eine eiskalte Rechnerin ist Frau Merkel auch. Und was macht nun der stille Teilhaber, den man aus der Firma geworfen hat? Steht er allein? Oder haben auch andere aus dem Clan der Braunbärens inzwischen ihr Gewissen entdeckt? Kann man einfach so weitermachen wie bisher und still und leise mitverdienen? Sie können sich denken, dass es seit 40 Jahren Diskussionen gibt. Aber ich kann Ihnen da wirklich keine Einzelheiten erzählen, weil das würde auch meine Befugnisse gegenüber meiner Familie übersteigen. Ich kann Ihnen sagen, wie ich dazu stehe. Ich habe mich damit natürlich immer schwer getan. Aber ich habe keine Möglichkeit bisher gefunden,
Energieanteile verkaufen zu können. Braun Behrens hat sich nun an den Bundespräsidenten gewandt mit der Bitte, den Export nach Saudi-Arabien zu stoppen. Seit 2000